Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun im Merkur-Leuchtturm. Ich glaube schon auf der Zielgeraden. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt alles glatt geht und wir heute beim Boss ankommen und ihn auch besiegen können. Ohne direkt so derbe auf die Fresse zu kriegen, wie ich es leider befürchte. Aber noch habe ich Hoffnung. Noch? Ui, was ist denn das? Hab hier. Einfach abwechselnd angreifen. Kreische, okay. Ivan, wieso nimmst du schon wieder so viel Schaden? Gefällt mir gar nicht. Das reicht dann, oder? Sehr schön. Ach komm, ich muss Ivan heilen. Es ist eigentlich ganz leicht zu erkennen, wenn wir beim Boss sind. Da kann ich nicht durch. Ihr Gegner nervt gerade ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Immer noch. Ah, okay. Und schon wieder eine Nuss gefunden. Ich freue mich gerade über die Nüsse. Weil ich sie vermutlich noch gebrauchen kann. Okay. Okay, was ist das hier für ein Ort? Sind wir bald mal da? Ja klar, dass da noch was kommt. Egal, wird schon passen. Schmetter! Voll ins Gesicht. Schlaf? Nee, lass mal du. Scheiße. Gut, aber ich glaube, Schlaf wird nach dem Kampf aufgehoben. Ja, da, Status. Okay. Und wir sind da. Der die Göttin der Regenbögen ehrt, soll auf Schwingen silberner Grazie in den Himmel geführt werden. Ich setze mal sicherheitshalber hier... Oder? Also normalerweise würde ich jetzt hier speichern, glaube ich. Nämlich für den Fall, dass wir das nicht schaffen, müssen wir jetzt umkehren. Da ich nicht speichern kann... So, Save State. Wobei eigentlich ist es scheißegal. Ach, ist egal. Gebet. So, einmal zur Statue beten. Ja, diese Statue stellt scheinbar eine Göttin dar. Regenbogen verschwindet und irgendwas passiert mit dem Wasser. Wie auch immer das möglich ist, plötzlich fließt der Wasserfall aufwärts. Und Mia geht schon mal vor. Oh, cool. Das will ich auch ausprobieren. Ich probier's mal. Oh, scheiße, das ist schwieriger, als es aussieht. Ja. Hat Isaac mal einen auf Draufgänger gemacht? Na, was soll's. So, und jetzt willkommen an der Spitze des Merkur-Leuchtturms. Ein Licht, ein Erdbeben. Ah, das sieht ja scheiße aus. Das ist auch ein Rombak, dass es so dämlich aussieht. Wer das Spiel in voller Pracht genießen will, muss es sich wohl selbst holen. Und zwar nicht als Rom. Das funktioniert leider nicht so. Wir sind alle voll geheilt. Find nochmal einen Synergy-Stein. Volle PP. Ich bin etwas nervös, muss ich ehrlich sagen. Oh, den habe ich noch gar nicht weitergegeben. Sorry. Genau. Wird von der Augure zum Gelehrten. Keine Synergy, aber ein schöner Werteschub. Was bringt der? Durchnässt Gegner, schwächt Attacke. Das ist gut. Ich bin nervös. Ich bin gerade nervös wegen dem Kampf, der jetzt kommt. Es gibt meiner Ansicht nach zwei Möglichkeiten zu kämpfen. Das erkläre ich jetzt vorher. Die eine Möglichkeit zu kämpfen ist, wir gehen einfach hin und kämpfen, so wie ich es jetzt wahrscheinlich erstmal ausprobieren werde. Die andere Möglichkeit ist, wir setzen alle unsere Djinns auf Standby. So. Und spammen erstmal Beschwörungen. Da ich allerdings
und glaube, dass hier, gut, Granit macht, Kiesel macht nur Schaden, ne? Aber Granit zum Beispiel, verhindert, dass wir Schaden nehmen. Der erhöht nicht einfach unsere Verteidigung, sondern eine Runde lang werden wir echt so gut wie keinen Schaden nehmen. Esse erhöht unsere Attacke und ja, der trübt die Sicht gut, das bringt mir jetzt nicht so viel. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dass gerade sowas wie Geysir... Wobei, warte, Sprudel könnte ich eigentlich auf Standby setzen, den werde ich hier nicht brauchen. Das mache ich auch, Sprudel werde ich nicht brauchen, deswegen setze ich ihn auf Standby. Ja, ich fange einfach mal an und guck, was passiert. Sieht hässlich aus, ich weiß. Es ist zu spät, das Licht des Leuchtturms wurde bereits entzündet. Das kann nicht sein. Das Leuchtfeuer kann doch nicht ohne den Merkurstern entfacht werden. Der Merkurstern, die Elementarsterne wurden aus dem Heiligtum von Sol auf dem Alevberg gestohlen. Der Alevberg? Das Heiligtum von Sol? Seid ihr Heiler aus dem Heiligtum? Nein. Wir kommen zwar vom Alevberg, aber wir sind keine Heiler. Außer Isaac, der hat nämlich Heilwasser. Wir kommen aus einem Dorf namens Vale, um die 3 Elementarsterne zurückzuholen. Achso, stimmt, den einen haben wir ja selber noch. Sagtest du Vale? Unser Dorf sollte das Heiligtum von Sol beschützen, aber trotzdem wurden die Sterne gestohlen. Alles Cradens Schuld. Das klingt sehr nach meinem Clan. Ja, so ähnlich. Ich habe die einzige Pflicht, die mir auferlegt wurde, verfehlt. Das ist schrecklich. Ach, die gibt's ja auch noch. Isaac, Garrett. Wo? Ah, auf der linken Seite. Und Crane, die alte Sau ist auch wieder da. Du bist es also, Isaac. Hey, diese Kinder sind ja immer noch am Leben. Ja, komisch, ne? Ihr seid den ganzen Weg gekommen, um Jenna und Crayton zu retten? Nein, nur um Jenna zu retten. Und um die Sterne zurückzuholen. Ich denke mit Jenna, ja, ist ganz okay. Das ist nicht alles. Wir wollen die Elementarsterne zurück... Ja, sag ich doch. Mit anderen Worten, sie sind gekommen, um uns aufzuhalten. Dann haben wir keine Wahl. Kümmern wir uns um sie, bevor sie irgendwelchen Schaden anrichten können. Hä? Was? Was ist los? Oh Gott, nein. Minati, warte. Ich hab's vergessen, sorry. Oh, Satoros, Sie wollen... Ich habe alles gehört. Bin ja nicht taub. Ich bin Batman. Sie hatten Glück, den Ausbruch des Alevbergs zu überleben. So viel habt ihr auf euch genommen und jetzt wollt ihr euer Leben einfach so wegwerfen? Nein, nur meine Stimme. Gut, wenn es euer Wunsch ist, dann bereitet euch darauf vor, dass er erfüllt wird. Satoros, willst du denn alleine gegen sie kämpfen? Minali, ich kann auch nicht zulassen, dass unsere Geiseln während des Kampfes unbeaufsichtigt bleiben, oder? Ja, da hast du wohl recht. Außerdem will ich sehen, wie sehr sich ihre Kräfte entwickelt haben. Bist du dir dessen sicher, Satoros? Lass mich in Ruhe. Geh zum nächsten Leuchtturm sofort. Wo ist mein Wasser? Mehr, Kind. Ich glaube, sie redet mit Crayton. Versuchst du mich zu ignorieren? Ich sollte dir eine Lektion erteilen, Kind, aber... Felix, ich würde dafür sorgen, dass deine Schwester mir gehorcht, wenn du nicht willst, dass sie etwas zustößt. Jenna, bitte, tu, was sie verlangt. Es wird alles gut, Jenna. Isaac und Garrett hätten uns nicht folgen sollen. Och, wir hatten aber sonst nichts zu tun. Es tut mir leid, Isaac und Garrett. Ey, einmal Satoros spricht und meine Stimme stirbt. Das ist scheiße. Ich zähle auf dich. Geil, die haben einen Fahrstuhl. Isaac, Garrett, haltet durch, Mann! Jenna, Crayton. Ich will nicht mehr. Wenn ihr sie retten wollt, müsstet ihr erst mich besiegen.
Nein, zurück. Warum? Los! Was ist los? Satoros ist unglaublich mächtig. Ich konnte es fühlen, als ich ihm gegenüberstand. Wenn wir gegen ihn antreten müssen... Wenn wir gegen ihn antreten, müssen wir äußerst vorsichtig sein. Wir müssen seinen Vorsprung an Stärke irgendwie ausgleichen. Ihr seid zu viert und der ist alleine. Ausgleichen? Ausgleichen? Bah, ihr glaubt, ihr könntet euch mit dem großen Satoros auf eine Stufe stellen? Ja, das glaube ich. Ihr überschätzt eure Chancen. Nun gut, dann lasst mich euch eine Lektion erteilen. Was ist passiert? Satoros bewegt sich so merkwürdig. Was ist das? Das ist das Licht des Merkur. Es schwächt meine Psynergie. Ich mach's ein bisschen anders. Ich muss das schnell über die Bühne bringen. Kommt schon, ihr Narren. Etwas angenehmer für die Stimmbänder. Satoros erscheint. Ja. Er ist natürlich der Endboss, von dem ich sprach. Ich glaube, dass der echt nicht einfach wird. Ich habe aber einen Plan. So ein bisschen. Ja, und was er natürlich sagte, wir sind hier auf dem Merkur-Leuchtturm, also dem Wasserleuchtturm, und er ist ein Feueradept. meine Stimme. Demnach ist natürlich klar, dass irgendwie Wasser seine Schwäche ist. Ich versuch's erstmal mit Kiesel. Mit... doch, mit Esse. Mit... Höhe. Und mit Geysir. Ja, also Bossgegner kann ich übrigens jedem empfehlen, die Djinns gut einzusetzen, die sind da sehr nützlich. Okay, 22 Schaden finde ich okay. Das ist annehmbar, so. Oh, das macht viel Schaden. Gut, wir haben jetzt auf jeden Fall, nach dem, was ich hier sehe, seinen Angriff geschwächt, demnach. Also mit normalen Angriffen glaube ich nicht, dass der uns jetzt noch so viel Schaden macht. Deshalb, ganz ehrlich, das wird schon. Ich setze jetzt mal Granit ein, auch wenn ich glaube, dass es gerade ein bisschen verschwendet ist, aber was soll's. Fieber. Er kann natürlich auch Psynergie wirken. Wie gesagt, Feuer-Psynergie müsste es eigentlich sein. Und da mache ich mir dann ein paar Sorgen, weil das wird durchaus etwas Schaden machen. So, bei dir habe ich jetzt beide Djinns auf Standby. Was bedeutet, dass ich erstmal Nereide beschwören kann? Ja, die, Beschwörung mit zwei Merkur-Djinns. So, Granit. Kurze Sache übrigens, es ist völlig egal, wie schnell man selbst oder der Gegner ist. Wenn man, ja, eine Schutzaura umgibt, Isaac steht da zum Beispiel, ne, wenn man solche Djinns wie Granit entfesselt, da gibt es glaube ich noch einen zweiten von, ist man immer als erstes an der Reihe. Da braucht man sich also keine Gedanken machen. Auch wenn jetzt der, auch wenn jetzt Geralt hier Granit gehabt hätte, hätte er ihn einsetzen können und wäre als erster dran gewesen. Finde ich persönlich eine sehr gute Sache. Lass mal. Eruption ist die stärkere Variante von Vulkan, glaube ich. Und 50 Schaden scheißt die Wand an. Nereide. Ist, glaube ich, irgendeine Wassergottheit. Ich weiß es nicht. Die Beschwörungen beruhen, meine ich, alle auf Gottheiten. Ich kann jetzt allerdings nicht genau immer alles dazu sagen. Ich mache mir gerade Sorgen. Ich mache mir gerade ernsthaft Sorgen. Der Typ hat, Eruption eingesetzt und ich hatte Granit aktiviert und der hat 50 Schaden gemacht. Heißt das, der kann mich sonst mit der Eruption one-hitten? Würde mir nicht gefallen. Ich habe gesagt, die Dinger sind scheiße, aber ich habe gerade nur einen Gegner, deshalb setze ich meine Schlafbombe ein. Du beschwörst mal Kirin. Das ist die Zweierstufe von Feuer. Was machst du? Du beschwörst einfach mal Jupiter. Dein Jinsen ist leider gerade blockiert, deshalb heilst du mal Isaac. Komm schon, wirk. Nein, sie wirkt nicht, scheiße. Gut, ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob auf diesen Bossgegner, also auf Bossgegner allgemein, kann es natürlich sein, dass solche Items gar nicht wirken. Das weiß ich jetzt nicht. Kann also gut sein, dass das sowieso völliger Quatsch war mit der Schlafbombe. Oder vielleicht hat ihr einfach nur Pech. Beides möglich, so. Du beschwörst Ramses. Gut, da weiß ich, das ist ein ägyptischer Gott. Oder was denn? Ramses war ein Gott, klar. Ja. Ich habe nur überlegt, ob es ein Pharao war, aber das ist ja Quatsch. Ja, Vulkan.
Normalerweise würde ich jetzt, glaube ich, normal angreifen mit Garrett, weil ich halt weiß, dass seine Psynergie nicht sehr effektiv ist und dem auch jetzt nicht so viel Schaden macht. Sorry, meine Stimme ist immer angeschlagen. Da er aber keine Artefaktwaffe hat, also keine, die irgendwie einen Zusatzeffekt hat, würde ich mal sagen, dass ich mit ihm lieber trotzdem auf Psynergie setze. Eieiei. Bei Mia bin ich mir jetzt nicht sicher. Oh, sorry. Das Problem bei Mia ist, ihre Psynergie müsste am effektivsten sein, weil es halt Wasser-Psynergie ist, die dann sehr effektiv für Feuerwehr. Aber sie ist eigentlich auch unsere Heilerin. Trotzdem. Ich habe jetzt einfach die Hoffnung, dass so ohne nichts Schlimmes passiert. Ramses! Ich weiß gerade nicht mehr, was für ein... Also es war ein ägyptischer Gott, aber ich weiß gerade nicht mehr, welcher. Ich habe mich tatsächlich mal eine Zeit lang mit ägyptischen Göttern beschäftigt, und auch mit römischen schon. Allerdings, das ist mittlerweile auch schon wieder, ich glaube, gut 5 Jahre her, dass... Oh, kein One-Hit! Ich hätte gewettet, dass das reicht. Oh, 48 Schaden, das ist mir ein bisschen wenig. Eieiei, das macht mehr. Ich hätte gedacht, das macht mehr Schaden, muss ich jetzt ehrlich sagen. Oh, das ist jetzt nicht gut. Okay, du machst Stalagmit. Warte mal kurz. Da, neben den Djinns steht die Zahl. Das bedeutet, Kiesel wird uns in einer Runde, also in der nächsten Runde jetzt, wird Kiesel uns wieder beitreten. Ist er wieder einsatzbereit? Granit in 2 Runden. Und mein Plan ist eigentlich, dass ich Granit spammen kann. Dass ich also immer wieder Granit einsetze und somit einen dauerhaften Schutzschild habe. Du bist mir gerade ein bisschen kaputt, deshalb nimmst du mal ein Heilkraut. Du machst mal Tundra, vielleicht macht das mehr. Normalerweise ist es so, dass... Wie macht der 46? Der hält viel aus. Viel zu... Und Feuerball, scheiße. Tschüss, Ivan. Ja, dachte ich mir. Ja, das habe ich leider erwartet. Feuerball ist die stärkere Variante von Feuer. Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Wir waren mit allen Charakteren schneller außer Garrett, oder habe ich das gerade falsch beobachtet? Scheiße. Wie war es jetzt? Geschwindigkeit 55. 6. Okay, ohne die Djinns ist mir auf jeden Fall schneller. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Ich brauche eine Idee. Ich habe keine Ideen. Würde ich mal sagen. Das ist nochmal Stalag. Nee, das kann ich nicht machen. Du heilst dich mal selber. Du benutzt eine Nuss auf dich selber und du heilst dich auch selber. Ich muss Ivan jetzt leider gerade mal kurz. Nein, scheiße. Er war schneller als mir und Garrett. Das bedeutet, er hat schätzungsweise so um die 50 Geschwindigkeit, weil. Isaac hatte, glaube ich, 55 und Mia irgendwie 45 oder so, also schätzungsweise um die 50. Das ist schlecht. So, dann benutzt du mal Stalagmit. Wer hat das Lebenswasser? Das hast du. Okay, dann benutzt du es mal auf Ivan. Und du benutzt nochmal Geysir. Bin immer noch nervös, weil er so unglaublich viel Schaden macht, aber ich glaube auch, dass ich das noch gewinnen kann. So, dann benutzt du jetzt mal Granit. Damit sind wir eine Runde ziemlich safe. Die Sicht des Gegners mit Fieber, ja, wenn es denn funktionieren würde, jetzt benutzt er die ganze Zeit Psynergie, deshalb bringt das nicht so viel. Erhöht die Attacke, ich greife aber nicht normal an, weil ich das nicht mal versuchen könnte. Ich versuche mal das. Dann du machst Höhe. Das lasse ich lieber. Ich benutze, muss ich merken? Oder ich heile. Nee, ich habe jetzt gerade Granit eingesetzt, deshalb heile ich lieber in dieser Runde. Damit nicht so viel Schaden gemacht werden kann. Ich muss jetzt gerade ehrlich sagen, ich weiß gar nicht... Oh, scheiße. Oh, ist egal. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel KP der Gegner hat. Das habe ich mir zwar auch schon mal angesehen im Internet, aber das weiß ich jetzt nicht auswendig.
Sollte ich mir vielleicht mal aufschreiben. Ist nämlich eigentlich ganz gut zu wissen, wenn man... Also ich mache das anders. Isaac, du greifst jetzt nicht mehr an. Wir können uns auch... normalerweise müssten wir den Djinn jetzt beschwören. Und dann halt zwei Runden warten, bis er wieder zurückkommt, glaube ich. Aber wir können auch natürlich direkt wieder mit uns verbinden. Das mache ich jetzt auch. Du machst nochmal Fieber. Du beschwörst Jupiter. Ich riskiere es jetzt, du beschwörst Merkur. So. Jetzt habe ich mir nämlich Granit zurückgeholt und kann in der nächsten... Okay, Problem hat sich gelöst. Ich wollte eigentlich jetzt in der nächsten Runde nochmal Granit einsetzen. Okay, das war nicht einfach, aber mein Plan ist aufgegangen und wir haben es geschafft. Das hat gut 10 Minuten gedauert. Level 11. Irgendwas Interessantes dabei? Die waren auch in Level A. Und 800 Münzen und ein Psy-Kristall. Sehr schön. Junge, Junge. Das war hart. Das war ziemlich hart. Alter Schwede. Aber ich hab's gesagt, man kann es schaffen. Wenn man dann jetzt auch so ungefähr auf Level 10 ist. Wir sind jetzt, glaube ich, auf Level 10 gewesen, als wir hier angekommen sind, allesamt. Deswegen, kein Ding. Mit ein bisschen Strategie passt das locker. Okay, das war's für heute. Wir sehen uns dann morgen hier wieder. Bis dahin, ciao. Das war ein guter Kampf.